Das Bäume-Thema hört jetzt erstmal nicht auf. Nach einem interessanten Artikel, der gerade auf Facebook voll der Renner ist, was war vor dem dumm machenden Brot, Eichelbrot, haben wir uns jetzt mal auch mal rangemacht, unser erstes Eichelbrot zu backen. Viel Spaß bei den Impressionen. Quelle des Ganzen ist wohl, soweit ich das recherchieren konnte, ein Bericht vom Eulenspiegel aus dem Jahr 2001, vom Wissenschaftlichen Informationsdienst des Europäischen Institutes für Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften, EULE, eingetragener Verein. Da schau her. Aufs Korn gekommen. Brot. Von Brigitte Neumann. Unser täglich Brot ist seit Jahrtausenden das Synonym für Nahrung schlechthin. Doch beim Anblick wogender Getreidefelder und voller Kornspeicher macht sich kaum jemand Gedanken, wie unsere Vorfahren überhaupt auf die Idee kamen, die Samen der unergiebigen Gräser zu ernten, zu mahlen und zu Brot zu verbacken. Bevölkerungswachstum, die Dezimierung des Wildes in den Wäldern, Sterben der Eichen, die die nahrhaften Eicheln lieferten. Wir wissen nicht, was es war, aber wir wissen aus Skelettfunden, dass die Umstellung auf die Körnerkost die Lebenserwartung der Menschen drastisch reduzierte. Nicht ernährungswissenschaftliche Weisheit, sondern die pure Not zwang sie, buchstäblich ins Gras zu beißen. Reichlich war die Ernte der paar mickrigen Körner in den Halmen gewiss nicht, noch dazu schwer verdaulich. Aber sie reichte aus, den Hungernden erst einmal das Überleben zu sichern. Bis eben Anbautechniken zur Aussaat im Frühjahr entwickelt waren und durch gezielte Auswahl allmählich ertragreichere Sorten zur Verfügung standen, verging allerdings noch viel Zeit. Soweit ein Zitat aus dem Artikel. Das Original verlinke ich euch dann mal. Ihr findet es auch, wenn ihr Polmer 2001 und Eichel eingibt. Der Herr Polmer war hier irgendwie ein Lebensmittelchemiker bei der Truppe mit gewesen, Udo Polmer. Und der wird dann meistens als Zitat oder als Quelle mit herangezogen. Ziemlich interessant, was da noch steht. Ja, so wie es aussieht, haben die irgendwann mal alle Eichelwälder hier oder Eichenwälder gefällt. Und bis die Eichen wieder groß genug waren, mussten sie sich andere Sachen ausdenken. So wie es aussieht, ist das mit den Eichen dann aber irgendwie in Vergessenheit geraten, auf der Notlösung sitzen geblieben wurden. Computersteufelszeug. Eichelbrot sammeln, die erste mit Sir Henry und meiner Wenigkeit. Wir haben uns perfektes Wetter rausgesucht. Ich bin gespannt. Ja, wir sind bei den Eicheln angekommen. Ja. Mal gucken, ob das reicht fürs erste. Eichlich Frucht. So, natürlich. Hallo Eddy, du bist ja nass. Kommst aus dem Haus und bist nass. Wie geht denn das? So, Nussi. Dritter Nussi, jawohl. Schon süß. Schon ein bisschen wie Weihnachten, ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Das Wahnsinnige ist, dass die meisten anfangen aufzuspringen hinten dran. Hier haben wir gerade mal keiner, aber guck gerade wie die. Guck, durchs Wasser springen sie auf. Und wenn das nachher so weit rausgedunstet ist, aber ich glaube, das dauert noch etwas länger. Ach, dann kannst du viel leichter pellen dann. Ah. Ja. Also, was hast du jetzt gesagt gehabt? Wir essen jetzt praktisch dem Eichelkeim das Essen weg. Jo. Das ist so gesehen der Nährboden. Oder sagen wir mal, das Essen der des Keimes. Der Keim sitzt hier unten drin mit der Wurzel. Also so gesehen, hier oben würde es dann runterfallen, ein Boden, und hier würde dann die Wurzel rauskommen. Da spießt dann ein, wenn es runterfällt. Genau, also ja. Wenn es runterfällt, so gesehen würde es einspießen oder auffliegen, dass hier dann die Wurzel ganz einfach ausdringen kann und der Keim sich insgesamt vom... Samen ist es nur ganz kleines... Da ist nur ganz, ganz klein hier unten drinnen. Und das ganze Zeugs rundherum, was wir jetzt rauspulen... Das ist alles die vorherige Nahrung, wo der Keim sich schon ernährt, die erste Zeit. Und daraus wächst dann später eine Eiche. Cool.
Verdammt, das ist irgendwo der Tisch hier. Es dauert doch etwas länger als gedacht. Fleischwolf gegen Kaffeemühle. Gucken, was effizienter wird. Also ich habe ein paar Red Bull getrunken. Alles schön machen, keine Werbung. Ja. Das verstecken. So. Die machen Sache. Wer lädt noch? Ein Lader. Das geht wie am Schnürchen. Wo ist ein? Das Primi dabei. Wollen wir den Primi durchdrehen? Hm? Ich weiß nicht. Ich glaub's nicht. Ach, wegen Prise. Können wir das nicht wegen Öl trocknen? Zeigen, wie schön fluffig das ist. Perfektes Mehl. Nur mit Fleischwolf jetzt. Das ist aber so feucht, aber gut für die Verarbeitung. Das erste selbstgebackene Eichelbrot. Ha, so heftig. Also was mich am meisten verblüfft, wir haben eine Viertelstunde Eicheln gesammelt. Ne? Also mein Hänger, ihr habt es ja gesehen, da war nicht mal der Boden bedeckt. Und daraus haben wir 1,5 Kilogramm Eichelmehl bekommen. Dann noch mit 500 Gramm normalem Mehl gemischt. Und dann normales Brotbackrezept, ne? Mit Hefe und Salz, ein bisschen Zucker und was man sonst halt noch so braucht. Ja, und das Geschmackserlebnis ist phänomenal. Ne? Da haben wir drei Brote rausbekommen. Hier so eins in der Größe, dann noch ein richtiges Kastenbrot und dann nochmal eins so groß, was wie eine Torte ist. Also, ich verstehe nicht, wieso das nicht vermarktet wird. Da kommt viel mehr bei rum, als wenn man dieselbe Fläche mit Getreide anpflanzen würde, würde ich jetzt mal behaupten. Und ist höchstwahrscheinlich noch viel gesünder. Ja gut, zugegeben, das hier hätte noch ein bisschen länger drin bleiben können. Das Kastenbrot, was da viel dünner war, dafür viel höher, das war komplett durch gewesen. Aber hier vom Geschmack her, Willi, willst du auch mal kosten? Eichelbrot, guck. Erstmal nicht. Na gut, hast erstmal noch Fleisch, aber... Nuss. Hat was von Weihnachtsmarkt. Ich habe welche gehört, die haben gemeint, das hat irgendwas von Hühnchen oder riecht zumindest ein bisschen wie Hühnchen. Aber schmecken tut es eher nussig. Ein anderer hat gesagt, da muss man gar nichts drauf machen, damit man sie überhaupt essen kann. Also ich glaube, ich werde mir jetzt einen riesengroßen Bottich voller Eicheln besorgen. Tja. Und dann mal gucken. Da haust du die Synapsen frei, ey.